Hallo, liebe Zuschauer. Nicht nur die Frauen schmücken sich und die Männer auch mit Armbanduhren, sondern es gibt natürlich auch Weihnachtsbäume. Die müssen elegant geschmückt werden, damit die Weihnachtsstimmung so richtig aufkommt. Haben Sie denn schon alle Weihnachtsschmuck zu Hause? Wenn nicht, dann wird es natürlich jetzt höchste Alarmstufe rot, denn Sie sollen natürlich sich richtig wohlfühlen an Weihnachten. Und wenn gerade die Weihnachtsgeschenke unterm Weihnachtsbaum liegen, dann gehört natürlich ordentlich viel Schmuck dran. Wir haben jetzt eine Sendung mit ganz vielen verschiedenen Weihnachtsbaumkugeln. Liebe Zuschauer, deswegen nehmen Sie sich am besten einen Zettel und einen Stift zur Hand. Und der Kai ist an meiner Seite und wird Ihnen mal sagen, mit welchen Weihnachtskugeln wir beginnen. Also anfangen tun wir mit wunderschönen Keramikkugeln, die aufgedruckte Motive haben und wo wir Ihnen insgesamt hier 6 Farbtöpfchen wie Pinsel mitliefern, damit Sie Ihre eigenen Weihnachtskugeln gestalten können. Was ich so schön finde daran, Jana, ist, dass das eine Sache ist, was ich mit den Kindern in der Vorweihnachtszeit wirklich zusammen vorbereiten kann und mit den Kindern da einfach mal deren Kreativität einfach mal ein bisschen steigern kann. Und ich davon ausgehe, dass die Kinder dann nachher riesig stolz sind, wenn sie diese wunderschönen Weihnachtskugeln selbst bemalt am Baum hängen sehen. Es erinnert mich so ein bisschen an Malen nach Zahlen. Stimmt. Oder natürlich auch an die Ostereier, die hat man ja auch mal früher angemalt oder das macht man ja immer noch so. Und natürlich Weihnachtskugeln anzumalen, das habe ich bisher noch nie gesehen. Das finde ich super klasse. Vor allen Dingen, dass die Motive schon aufgedruckt sind. Liebe Zuschauer, hier sehen wir es auch bei dem Schneemann. Upsala, jetzt habe ich es gerade in die falsche Richtung gedreht, Verzeihung. Da sehen wir es ganz elegant, das ist schon vorgemalt und das brauchen die Kinder nur anmalen. Zum Beispiel die Karottennase dann dementsprechend orange. Das kann man ja dann auch mischen. Das heißt, man lernt auch noch mit den Farben umzugehen. Sprich, man mischt dann einfach gelb und rot und schon hat man die orange Karottennase für den Schneemann. Und liebe Zuschauer, wir haben natürlich die Blanko-Weihnachtskugeln, also nur mit dem Motiv drauf und natürlich die Variante, wie man sie anmalen kann. Und jeden kann natürlich seine Fantasie und seiner Kreativität freien Lauf gelassen werden. Und das finde ich so klasse, dass die Kinder das so anmalen können, wie sie es am besten mögen. Vielleicht mögen sie ja auch eine schwarze Nase oder so oder eine blaue. Genau. Das ist ja vollkommen egal. Und das finde ich besonders schön, denn dann sieht der Weihnachtsbaum auch richtig individuell aus und nicht jedem anderen. Und vor allem, man kann es auch überall dekorieren. Es muss nicht nur am Weihnachtsbaum sein, Sie können es auch am Fenster aufhängen, an einem Kranz mit dekorieren. Und ich finde es einfach schön, dass man hier wirklich seiner Fantasie freien Lauf lassen kann. Und wie es Jana eben gerade sagte, man kann es wirklich individuell gestalten. Ich finde auch hier vorne unseren Schneemann mit dem blau und dem blau gestreiften Mützchen auch total witzig. Das ist einfach mal was anderes. Und da haben Sie alle Möglichkeiten, mit Ihren Kindern, mit Ihren Enkeln sich einfach wirklich mal hinzusetzen und zu sagen, so, jetzt wird gemalt. Ich finde natürlich auch unsere Geschenkeisenbahn total süß, die wir hier von innen aus gesehen auf der linken Seite haben mit unseren ganzen bunten Wagen mit den Geschenken drauf, die Straße unten noch schön angedeutet. Durchmesser haben die Kugeln alle 53 mm, das heißt, die fallen auch richtig auf. Mit dem roten Aufhänger finde ich eine total witzige Idee und auch eine schöne Sache. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen das bis Weihnachten noch alles haben, dann bestellen Sie es bitte jetzt, liebe Zuschauer, weil dann kriegen Sie es definitiv noch bis Freitag geliefert. Und das Schöne ist natürlich auch die roten Bänder an den Weihnachtskugeln. Das heißt, Sie können die auch ganz einfach aufhängen, liebe Zuschauer. Und du hast es gerade schon gesagt, natürlich können Sie es dekorieren im Fenster oder im Adventskranz. Und Sie können die natürlich auch aufheben, schön wieder in den Karton verpacken und dann fürs nächste Jahr wieder verwenden. Denn wir haben ja hier Material, das ist Keramik. Und wenn Sie das natürlich sorgsam und pflegsam behandeln, dann haben Sie da Ewigkeiten was von. Genau. Und das Schöne ist, wir sehen es jetzt auch gerade noch mal, wenn das jetzt bei einer grünen Tanne diese Weihnachtskugeln hängen. Das sieht so klasse aus. Sie können natürlich auch sagen, Sie möchten vielleicht den Weihnachtsbaum komplett schmücken in Rottönen und Blautönen. Dann können Sie das natürlich auch immer zweifarbig gestalten, wie Sie es gerne möchten. Genau. Und was ich toll finde, dass die Kinder kreativ sein können. Die können mit Ihnen zusammen vor der Weihnachtszeit oder auch in der Weihnachtszeit vielleicht noch mit schöner Weihnachtsmusik dazu. Und wenn man noch ein bisschen Kekse backt nebenbei, dann kann man das natürlich auch alles zusammen gestalten. Macht richtig viel Spaß. Ich habe mal mit meiner Mutter, das ist ewig her, da war ich noch, glaube ich, keine 7 oder 8 Jahre damals in einem VHS-Kurs, damals mal miterlebt, wie man verschiedene Ostereier gestalten kann, mit Wachs umlegen, mit Kratzen und so weiter, mit Batik. Mhm. Das erinnert mich total daran. Ich finde das richtig schön, weil man hier einfach wirklich ganz individuell seine Dinge so gestalten kann, wie man will. Und was ich auch gut finde, ist, dass eben die Ornamente schon vorgedruckt sind, damit man auf jeden Fall mal weiß, wie was nachher entstehen kann. Also wie du es vorhin gesagt hast, wirklich dieses Malen nach Zahlen. Ne? Ja, absolut. Und was ich
klasse finde, dass man aber nicht vorgegeben bekommt, wie die Farbauswahl dann getroffen werden muss, sondern es kann jeder selber gestalten. Und Sie können natürlich auch sagen, wenn die Kinder noch nicht so richtig die Linien treffen, das macht ja gar nichts aus. Das ist ja gerade das Besondere. Und wenn die Kinder dann schon 18 Jahre alt sind und die kriegen dann diese Weihnachtskugeln vielleicht zum 18. Lebensjahr geschenkt, wo sie dann 5 Jahre alt waren, stimmt, und haben die angemalt, sowas ist doch auch eine tolle Idee. Ja, und das auch. Kann auch keiner einem mehr nehmen, weil solche Erinnerungen, die schweben natürlich auch immer, auch wenn du jetzt so zurückblickst auf deine Weihnachtszeit, da magst du dich auch gerne erinnern an die Zeit, gerade wo du die Weihnachtskugeln angemalt hast, stimmt, oder die ja. Ostereier. Ja. Sie sparen jetzt 62%, liebe Zuschauer, das ist richtig viel Geld. Keramik-Weihnachtskugeln zum Selbstbemalen, das ist natürlich für die gesamte Familie etwas. Die Bestellnummer lautet NC8420 und die 569. Und es geht natürlich bei uns bunt und flockig weiter. Und Sie werden jetzt gleich Weihnachtskugeln sehen, die richtig klasse ausschauen. Kai, was haben wir hier? Also, was wir hier haben, sind sogenannte Weihnachtsornamente. Und zwar sind das 8 Keramikornamente. Ein Stern, ein Engel, ein Mond, eine Sternenschnuppe, eine Eisenbahn, ein Schaukelpferd, ein Schlitten und eine Kapelle. Und genau da ist es auch wieder so. Wir bieten Ihnen hier 6 Farben und 2 Pinsel mit an. Auch hier können Sie mit Ihren Kindern, mit Ihren Enkeln wirklich anfangen, alles so zu bemalen, wie Sie sich das vorstellen. Ganz individuell. Hier haben wir sozusagen den Stern von Bethlehem mit seinem Schweif hinten. Und das finde ich eben auch sehr schön, weil man hier einfach mal wieder seiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Guck mal, das sieht auch goldig aus, ne? Ja, der Engel ist wirklich ganz besonders schön geworden, finde ich. Oder auch das Sternchen sieht schön aus. Ich hole mal gleich hier einen kleinen Engel raus, weil der gefällt mir besonders gut. Liebe Zuschauer, der gefällt mir besonders gut, dieser Engel. Schauen Sie mal, das ist doch klasse, wenn man so einen Weihnachtsschmuck zu Hause hat. Hier sehen wir es. Schauen Sie mal, der Mund ist sogar blau. Den finde ich total klasse. Sieht aus wie so ein Superman-Engel, finde ich. Ja, eigentlich schon, ne? Ja, also sehen Sie, jeder kann natürlich das malen und anmalen, in welchen Farben er gerne möchte. Hier haben wir noch das kleine Aufhängerbändchen. Können Sie natürlich an den Weihnachtsbaum hängen. Sie können es aber auch gerne im Kranz dekorieren. Oder wenn Sie sagen, Sie haben vielleicht an der Tür einen Kranz und hängen das dann noch mit dazu. Das sieht richtig schön einladend aus. Und da können Sie die Kinder auch stolz sagen, Mensch, das habe ich selber angemalt, der kommt von mir. Ganz genau. Und was ich eben auch so schön finde, man kann natürlich auch mit diesen Ornamenten, speziell jetzt hier auch mit dem Stern von Bethlehem, natürlich da auch geschichtlich noch ein bisschen was drüber erzählen, wenn man absolut. Gerade jetzt in den 2-3 Tagen vor Weihnachten, wenn man so in die Vorbereitungsphase geht und die Kinder da auch schon ganz nervös werden und natürlich gerne mithelfen wollen, ist das wirklich eine ganz tolle Idee, um die Kinder da auch bei der Stange zu halten, so natürlich in die Vorbereitung mit einzubinden und gleichzeitig auch kreativ werden zu lassen. Ich bin mir sicher, Ihre Kinder, Ihre Enkel werden da 1000 Ideen haben. Auch da wäre es mal ganz schön, wenn Sie uns vielleicht mal ein paar Bilder, wenn Sie es gekauft haben, einfach auf YouTube mal hochladen und uns mal zeigen, wie denn so unsere Weihnachtsbaumkugeln und Ornamente bei Ihnen zu Hause wirken. Da hast du vollkommen recht. Und wir haben natürlich auch ganz verschiedene Motive, liebe Zuschauer. Also wir haben nicht nur den Engel und die Sternschnuppe und den Stern, sondern wir haben auch noch ein Schaukelpferdchen, ein Haus. Das sehen Sie ja alles, eine Eisenbahn. Also es ist noch so viel Auswahl, die Sie tätigen können. Hier haben wir auch zum Beispiel den Stern gerade mal ausgewählt. Der ist rot angemalt und in der Mitte haben wir sogar noch eine kleine Blume. Können Sie das sehen? Und da kann man natürlich das Ganze auch farblich so gestalten, wie Sie es gerne möchten. Und das ist auch richtig klasse, wenn das am Weihnachtsbaum hängt, oh, in den vielen verschiedenen Farben. Da lacht natürlich das Herz, da kann das Weihnachtsfest kommen, liebe ganz Zuschauer. Genau. Die Bestellnummer hierfür, für die Weihnachtsornamente aus Keramik, ist die Bestellnummer NC8421 und die 569. Und hier sparen Sie natürlich auch eine Menge, 54% bei den selbstbemalten Weihnachtsornamenten. Und so. Jetzt kommt was ganz Besonderes. Ja, das finde ich eine super Idee an Weihnachtskugeln. Ich habe es so auch noch nicht gesehen gehabt. Und das sind somit die persönlichsten Sachen, die man machen kann. Wir haben hier ein 4er-Kugelset. Schauen Sie mal, die kennen Sie alle 4. Da drehen wir doch gleich mal, dass wir mal alle sehen. Warten Sie mal. In so, die schauen Richtung. Sie mal. Das ganze Team in Weihnachtskugeln, das finde ich echt witzig, 7,5 cm Durchmesser. Und Sie können das so machen, dass Sie jedes beliebige Foto sich einfach ausdrucken und in den Kugeln verstauen. Das können Sie dann ausschneiden und können das sogar beidseitig machen. Das finde ich eine ganz persönliche Sache, wenn man zum Beispiel seine eigene Familie am Weihnachtsbaum hängen oh, hat. Oh, das finde ich super klasse, die Idee, auch gerade von den Kindern. Und wenn das dann hängt, vor allen Dingen, das ist wirklich eine Weihnachtskugel, die Sie von beiden Seiten ja mit einem Foto versehen können. Das finde ich klasse. Jetzt drehen wir das mal, sehen Sie den Kai? Das ist doch richtig nicht so schnell, toll. Sonst wird mir schlecht. Ja, ich mache das nicht, das ist die Kugel von alleine. So.
Aber das ist echt klasse. Also ich finde die Idee besonders schön, auch gerade weil man natürlich die Kinder an den Weihnachtsbaum auch mal mit einem Foto versehen kann, kann sie da dranhängen. Oder vielleicht auch die Großeltern, die Tante, den Onkel, Freunde, Nachbarn oder vielleicht auch die Tiere, die sie zu Hause haben. Die gehören ja auch mit zur Familie. Das ist doch klasse. Und in diesem Set, Kai, werden wie viele Kugeln mitgeliefert? Wir haben insgesamt 4 Kugeln. Das ist auch ganz einfach aufzumachen. Sie ziehen die auseinander. Dann haben wir hier ein Eindeckblatt in der Mitte, wo Sie dann auf beiden Seiten die Fotos drauf machen können. Dann setzen Sie unsere Kugeln wieder zusammen, drücken die fest zu und schon haben Sie Ihre Fotokugel fertig. Ich finde das übrigens auch eine ganz tolle Sache, wenn Sie zum Beispiel jetzt mal vielleicht die Eltern den Großeltern mal eine Freude machen wollen und es sind schon Enkel da, finde ich das auch total süß, wenn man so ein 4er-Set einfach mal schickt, Mama, Papa und die beiden Enkel. Und das finde ich einfach total süß. Also wie gesagt, beide Kinder und die Enkel drin, wenn sie jetzt eine 4-köpfige Familie sind. Ich glaube, dass sich da eben die Lieben auch total drüber freuen, weil das ein ganz, ganz, ganz persönliches Geschenk ist. Und wenn die Familie größer sein sollte als nur 4 Köpfe, dann können Sie natürlich auch gleich 2 Sets oder 3 Sets bestellen, damit Sie die gesamte Familie auch am Weihnachtsbaum haben oder am Weihnachtskranz oder vielleicht möchten Sie die auch in die Fensterbank legen, ganz wie Sie es gerne gestalten möchten. Es ist Ihnen überlassen. Und ich finde das besonders schön, dass man Fotos hier reinsetzen kann. Ich habe das bisher noch nirgendwo gesehen. Stimmt, ja. Also nur hier bei Pearl TV und das zeigt auch wieder, hier habe ich den Walter zum Beispiel, unseren lieben Kollegen und das ist doch einfach klasse, wenn man mal Weihnachtskugeln hat, die ganz anders aussehen, also innovative Produkte, die Sie sonst nirgendwo sehen und da kommen auch alle ins Staunen, egal wer zu Ihnen zu Besuch kommt zu Hause. Also wie gesagt, es ist glaube ich eines der persönlichsten Geschenke, was man an Weihnachtskugeln überhaupt machen kann und wenn man dann abends den Weihnachtsbaum sieht, vielleicht am 24., vielleicht ist es ja auch so, dass bei manchen Familie sehr weit auseinander sind und die Lieben nicht zusammen feiern können, dann sind sie sozusagen trotzdem bildlich anwesend. Und das finde ich eben gerade bei diesen Weihnachtsbaumkugeln eine ganz, ganz, ganz schöne Sache. Ja. Absolut klasse. Vor allen Dingen ist es ja auch leicht zu wechseln, die Fotos. Das heißt, ja, wenn klar. Sie sagen, Sie möchten einfach mal schnell eine andere Person reinsetzen, hier haben Sie die Blankokugel, wie sie Ihnen geliefert wird. Wir haben ja ein 4er-Set. Genau, und da ist noch ein rotes, ein goldenes Bändchen diesmal. Und da können Sie natürlich auch diese Kugeln gut aufhängen. Hierfür haben wir eine Bestellnummer. Das ist die NC8423 und die 569. Dann liefern wir Ihnen 4 von den transparenten Weihnachtskugeln nach Hause, wo Sie selber Ihre Fotos reinsetzen können. Das ist natürlich besonders schön. Und es geht weiter, liebe Zuschauer. Wir haben ja gesagt, dass wir hier ganz viele Weihnachtskugeln im Angebot haben oder auch Weihnachtsornamente. Und was haben wir denn hier, Kai? Also jetzt wird es ganz verrückend. Das sind wieder unsere typischen Pearl-Produkte. Es gibt ja unsere singende Weihnachtsmütze und all diese Dinge. Und das finde ich jetzt zum Beispiel auch wieder total süß. 3 verschiedene Motive in roten Kugeln mit einem richtigen Sternenhimmel. Das heißt, wenn es dann abends ein bisschen dunkler wird und die Bescherung wird eingeläutet, leuchten diese Kugeln total süß. Wir haben 3 Motive innen drin, Kinder am Weihnachtsbaum, den Weihnachtsmann und dann hat Jana jetzt drüben noch den Schneemann. Und das eben alles wirklich mit LED-Leuchten innen drin. Und da sehen Sie jetzt auch, der Sternenhimmel leuchtet. Die finde ich völlig crazy, die Dinger. Die finde ich so kitschig, dass ich schon wieder total klasse finde. Und das sind so kleine Highlights, die man an einem Baum dekorieren kann. Das kommt in einem 3er-Set zu Ihnen nach Hause mit Batterie. Die sind ganz mit viel Liebe zum Detail glitzernd verziert. Ich finde die so abgefahren schön, die Dinger. Das ist mal richtig was anderes. Das ist absolut mal was anderes. Ich finde auch schön, dass wir hier unterschiedliche Motive haben, liebe Zuschauer. Und es blinkt wirklich fröhlich vor sich hin. Wir haben hier verschiedene LED-Lämpchen, die da hinten versteckt sind und das ist wirklich kunterbunt und ich stelle mir das jetzt vor, wenn es schön dunkel ist oder vielleicht es dämmert, es wird ja jetzt immer früh dunkel, liebe Zuschauer, dann ist es schön, wenn man es zu Hause richtig gemütlich hat und es blinkt und funkelt überall zu Hause und zu Weihnachten kann es ruhig mal mehr glitzern und funkeln als das im restlichen Jahr. Das ist ja gerade das Besondere und die Kinder freuen sich natürlich ganz besonders. Rot, wusstest du eigentlich, Kai, dass man früher vor allen Dingen Obst, also sprich Äpfel an den Weihnachtsbaum gehangen hat. Ja. Und dann irgendwann hat sich daraus entwickelt, dass man nicht nur Äpfel an den Weihnachtsbaum gehangen hat, sondern auch Süßigkeiten. Und dann nannte man den Weihnachtsbaum ja Zuckerbaum. Und das finde ich ganz besonders. Das hat sich dann so im Laufe der Zeit entwickelt, dass man dann statt den Äpfeln Weihnachtskugeln nutzt. Und häufig sieht man ja auch noch roten Schmuck am Weihnachtsbaum. Genauso wie unsere Weihnachtskugeln hier auch rot sind, aber dann eben noch ein bisschen raffinierter verarbeitet. Denn wir haben da ja den Schneemann, den Weihnachtsbaum. Was haben wir hier hinten noch? Das zeigen wir Ihnen auch mal, liebe Zuschauer. Hier haben wir noch die Kinder mit dem Weihnachtsbaum. Das ist auch total süß. Und
Eigentlich ist dieses klassische Rot wirklich daher gekommen, dass eben früher die Äpfel am Baum hingen, wie zum Beispiel auch noch Zuckerstangen, das weißt du auch noch, ja, diese rot-weißen, genau, gebogenen. Und man hat früher sogar teilweise noch Printen und Oblaten dran gehängt, um, ja, sozusagen den Kindern vom Baum runter auch noch was zum Naschen geben zu können. Ne? Ja, absolut richtig. Vor allen Dingen diese Zuckerstangen sind besonders gut für die Zähne, liebe Zuschauer. Ja. Es ist vielleicht gut, dass sich das im Laufe der Zeit geändert hat. Hier sehen wir das Ganze aber noch mal in einer anderen Farbe. Was haben wir hier, Kai? Ganz genau. Hier haben wir die ganzen Kugeln einfach noch mal in Gold. Auch ähnliche Strukturen dabei. Hier haben wir zum Beispiel einen großen Weihnachtsstiefel hier. Dann haben wir hier auch noch mal einen Weihnachtsbaum mit Geschenken. Und hier haben wir sozusagen noch mal eine schöne Kirche. Also ein richtig winterliches Motiv. Das ist auch sehr schön gemacht. Übrigens beide, die roten und die goldenen Kugeln, haben auch Gummifüßchen zum Aufstellen. Das heißt, Sie können das auch gerne im Winter im Fenster dekorieren oder eben passend auf Ihre Weihnachtsdekoration. Wenn Sie abends zum Beispiel jetzt die Tafel schön decken, können Sie die natürlich auch ohne Probleme aufstellen. Jetzt sehen wir unten auch schön das Batteriefach. Und, genau, und den An- und Ausschalter, oder? Ganz genau, und den An- und Ausschalter. Und die sind einfach total süß gemacht. Das können Sie auch kombinieren. Viele haben ja, also bei uns war es immer so, wir haben immer alles in einer Farbe von den Kugeln gehabt. Ja. Aber es gibt ja auch viele, die bunt mischen, also Gold, Rot, auch teilweise Grün drin haben. Je nachdem, wie Sie es gewohnt sind von zu Hause, wie bei Ihnen geschmückt wird. Also bei uns war es immer Naturkerzen, die Bienenwachskerzen und rote Kugeln. So war das bei uns immer. Bei uns variiert das von Jahr zu Jahr, weil meine Mama mal sehr kreativ ist, liebe Zuschauer. Ich weiß ja nicht, wie es bei Ihnen ist, aber mal hat meine Mama so den Drang, alles rot zu schmücken und dann im nächsten Jahr irgendwie eher Gold. Und es ist ja auch schön, wenn man da ein bisschen Abwechslung reinbringt. Deswegen finde ich es auch klasse, dass wir hier bei Pearl TV so viele unterschiedliche Farben und Auswahlmöglichkeiten haben. Und wenn natürlich Kinder mit im Spiel sind, dann ist es klasse, wenn die Kinder dann auch wirklich selber die ganzen Weihnachtsornamente oder auch Weihnachtskugeln selber anmalen können. Aber Kai, es geht natürlich noch weiter. Wir sind noch nicht fertig mit unseren ganzen Weihnachtsschmückereien, sondern was haben wir denn jetzt Schönes hier? Also jetzt kommt ein absoluter Knaller. Sie sehen schon ganz freudig hier grinsend, das sind unsere singenden Weihnachtskugeln. Ja, wir sehen das schon. Lächelt uns hier so ein Gesicht an. Ich nehme mal die Weihnachtskugel kurz hier an die Seite. So, und dann schalten wir das Ganze mal an. Hören Sie das? Das ist echt klasse. Bewegt den Mund, die Augen. Ist das nicht goldig gemacht? Und singt Let it snow, let it snow, let it snow, wie Sie es gerade hören. Das ist jetzt mal eine Weihnachtskugel. Wenn Sie das als genialen Tür- oder Fensterschmuck verwenden wollen oder zum Beispiel als Weihnachtsgeschenk auch noch mitzubringen, um so ein kleines Highlight wirklich am Baum zu haben, finde ich das eine total süße Idee, die singende Christbaumkugel mit Let It Snow. Also das ist mal wieder so ein Geschenk, das ist typisch Pearl TV, wo ich sage, wir haben so viele verrückte Produkte im Programm, das sind so Sachen, das würde ich gerne irgendwo auf eine Weihnachtsfeier, wenn ich zu den Lieben fahre, als Mitbringsel mitbringen, weil die sind einfach herzzerreißend süß. Also sowas habe ich bisher auch noch nirgendwo gesehen. Ich gebe es ehrlich zu, liebe Zuschauer. Und wir haben natürlich auch immer positive Meinungen von unseren lieben Zuschauern, von Ihnen sozusagen. Wir sagen Ihnen mal, die Bestellnummer für diese tolle singende Weihnachtskugel ist die NC8004 und dann die 569. Und Kai trägt Ihnen mal die Kundenmeinung vor. Wir haben von S.F. aus Oberhausen eine ganz süße Mail bekommen. Wir singen immer selbst vor dem Weihnachtsbaum, aber dieser kleine Sänger war unermüdlich bei der Sache und hat dann noch weiter gesungen, als wir schon zu Abend gegessen haben. Ein echter Spaß. Und genauso müssen Sie es auch sehen. Das ist so goldig. So eine Kugel sollte am Weihnachtsbaum zu Hause nicht fehlen. Absolut richtig. Ich kann das nur unterstreichen. Vor allen Dingen, wenn einen so ein Gesicht anlächelt, da ist man wirklich animiert, noch mitzulachen und dann die Augen, die sich hin und her bewegen. Weil es so schön war, machen wir das nochmal, liebe Zuschauer. Hier unten haben wir den Anschalter und da ist schon angeschaltet. Da brauchen wir es nur bewegen und schon fängt es wieder an, hin und her zu lachen. Und sie reagiert natürlich auf Klatschen, hat 10 cm Durchmesser. Das heißt, wenn Sie unbedingt wollen, dass Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow bei Ihnen durchs Wohnzimmer schunkelt und gesungen wird, dann klatschen Sie einfach in die Hände und schon geht unsere singende Weihnachtsbaumkugel los. Ich finde das so genial, Jana. Es ist wirklich klasse. Es ist herrlich schön anzuschauen. Und gerade der Song Let It Snow lädt natürlich ein, auch mitzusingen. Liebe Zuschauer, wenn Sie dann alle um den Weihnachtsbaum stehen und sagen, Mensch, oh, ich habe gar nicht so Lust zu singen, dann lassen Sie einfach die Weihnachtsbaumkugel für Sie singen und klatschen einmal in die Hände, dann fängt es an. Und alle fangen an, um den Weihnachtsbaum zu schmunzeln. Und so muss das sein. Fröhliche und glückliche Weihnachten. Uiuiui, jetzt kommt etwas, liebe Zuschauer, da war ich wirklich
verblüfft, was wir hier alles bieten. Und zwar, Kai, das ist nicht nur eine Weihnachtskugel, die am Baum hängen kann oder vielleicht einfach als Deko in der Fensterbank, sondern da können wir wirklich viele, viele Fotos draufladen. So, und das ist jetzt eigentlich die Folge dessen, die in den letzten Jahren haben sich ja diese digitalen Bilderrahmen durchgesetzt, was ja wirklich schön ist, weil ich immer nicht nur ein Bild rumstehen habe, sondern wirklich im Wechsel von meinen ganzen Lieben, gerade wenn die Enkel ranwachsen oder die Kinder wachsen, das geht ja immer sehr schnell, da meine Fotos dann immer ganz schnell wieder vom PC draufladen kann. Dass das dann irgendwann auch mal in einer Christbaumkugel landet, ist eigentlich eine absolut geniale Idee. Und hier haben Sie dann alle passenden, wenn Sie vielleicht Winterurlaubsbilder haben oder Bilder draußen von der Schneezeit, dann können Sie hier ganz einfach Ihre Bilder digital über eine USB-Schnittstelle draufspielen. Und hier passen dann bis zu 70 Fotos drauf. Wir haben auch eine An-Aus-Taste. Und das alles über USB. Und was noch dazu kommt, wir haben tatsächlich auch noch eine LCD-Uhr drin. Das ist sagenhaft und Sie sparen hier noch obendrauf 50%, liebe Zuschauer. Wir haben hier die Möglichkeit, du hast es gerade gesagt, 70 Fotos drauf zu speichern. Überlegen Sie mal, die gesamte Familie, da können Sie noch das Weihnachtsfest vom Jahr zuvor nehmen. Und das Schöne ist, ein USB-Anschluss, den hat ja heutzutage fast jeder. Und wenn Sie dann da die Fotos draufladen und alles schön digitalisieren, Sie haben kein Papierkram mehr, sondern es ist alles in dieser Weihnachtskugel. Und auch eine schöne Idee, wenn vielleicht der Mann in der Familie noch viel arbeiten muss und gerade in der Weihnachtszeit, das dann als Dekoration im Büro eine tolle Idee. Und hier sehen wir jetzt auch gerade ein schönes Landschaftsbild. Das ist auch ein richtig klasse, übersichtliches, quadratisches Farbdisplay, was wir hier sehen. Das Schöne ist, dass Sie hier auch eine richtige Diashow einstellen können. Sie sehen das auch, der überblendet dann ins nächste Foto. Die laufen immer eine gewisse Zeit und dann kommt das nächste. Und das auch in unterschiedlichen Variationen. Und da haben Sie dann wirklich alle Möglichkeiten, Winterurlaubsschnappschüsse von Ihren Lieben oder vielleicht vom letzten Weihnachten, wer weiß, wo es auch ein paar lustige Begebenheiten gab, einfach das draufzuspielen. 8 MB Arbeitsspeicher haben wir, als JPEG oder BMP-Format können Sie das draufspielen. Und das sind die handelsüblichen Windows Media Player Formate, mit denen Sie dann hier ohne Probleme, ach, das bin ja sogar ich da oben, gucke mal. Ja, neben dem Schneemann, richtig. Ja. Und das Schöne ist, man kann natürlich auch ein Standbild anzeigen lassen, wenn man das gerne möchte. Ah, da haben wir den lieben Walter. Und das Ganze ist wirklich ideal gelöst, gerade für die Weihnachtszeit in dieser Weihnachtskugel. Also sowas ist herrlich. Und oben drückst du auf die Knöpfe, da haben wir natürlich auch die Möglichkeit, die vorwärts und rückwärts laufen zu lassen, ganz genau. Genau, einmal die Anschalttaste oder Ausschalttaste ist in der Mitte und links und rechts kann man dann wahrscheinlich weiterklicken und zurückklicken. Ganz genau. Und wenn Sie einfach einen Schnelldurchlauf haben wollen, um zu sehen, welche Fotos drauf sind, wenn Sie es vielleicht gerade als Geschenk bekommen haben, dann wie gesagt hier die Vor- und Zurücktasten, auf die ich gerade drauf drücke. Und damit kann man dann die Fotos alle wieder durchgucken. Super klasse. Und auch das Tiefrot ist natürlich eine sehr geschmackvolle Variante. Wir haben hier für die Weihnachtskugel mit dem digitalen 3,8 cm Bilderrahmen und der LCD-Uhr die Bestellnummer NC6204 und natürlich für Pearl TV die 569. Denken Sie auch daran, dass Sie immer die 569 angeben, denn dann bekommen Sie auch den Pearl TV Sonderpreis und auch ganz viel Rabatt. Das haben Sie ja sonst nicht, wenn Sie bei Pearl.de bestellen. Das ist wirklich nur hier während der Live-Sendung und eine Stunde nach der Sendung. Und liebe Zuschauer, es ist immer noch nicht vorbei. Es geht noch weiter. Sie sehen, wir haben schon die nächsten Weihnachtsbaumkugeln hier auf dem Tisch liegen. Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich gestehen, die habe ich zu Hause auch. Also die sind wirklich richtig klasse. Vor allen Dingen, das sind nicht nur einfach Weihnachtskugeln, sondern, Kai, verrate es. Achtung, liebe Zuschauer. Es geht ein Licht die auf. Die können leuchten und die sehen so toll abends am Weihnachtsbaum aus. Das finde ich jetzt für Leute, die sagen, wir haben keine Lust auf künstliches Licht, also auf künstliche Kerzen. Wir wollen aber trotzdem, dass der Weihnachtsbaum nachts beleuchtet oder abends beleuchtet ist. Finde ich das zum Beispiel eine sehr moderne Ausführung und Variation, weil hier die Kugeln mal leuchten. Und das sieht so toll aus. Kommt im 6er-Set zu Ihnen nach Hause. Und das Tolle ist, die können Sie auspusten. Und genau. Wieder anpusten. Anpusten. Nein, natürlich nicht, sondern wir haben hier natürlich inklusive eine Fernbedienung. Mit der können Sie die bis zu 8 Meter Reichweite an- und ausmachen. Ich finde das eine ganz tolle Sache. Hier sehen wir sie mit an-aus. Und damit haben Sie jederzeit sozusagen Ihren Baum ja leuchttechnisch im Griff, auch vom Abendtisch aus oder von der Wohnzimmercouch aus. Und die sehen wirklich edel aus. Was ich schön finde an denen ist, dass die eben oben hier diese metallfarbenen Aufhänge haben. Und das finde ich so schön dran, weil das völlig zeitlos ist. Jetzt schauen Sie mal, wie schön die leuchtet. Das ist schon ganz toll. Und jetzt mache ich nochmal
Nein, also ich habe es mit der Fernbedienung. Das macht Spaß, ne, mit der Fernbedienung zu spielen. Das ist schon schön. Vor allem haben die auch ein schönes, großes Format. Und wie gesagt, die Fernbedienung reicht bis zu 8 Metern. Und das ist endlich mal eine tolle Lösung. Mit LED-Technik heute alles kein Problem mehr. Vor Jahren noch mit elektrischen Leuchten fast gar nicht möglich gewesen, weil das alles zu verkabeln wäre in der Ding-Dong-Möglichkeit gewesen. Hier haben wir eine kleine Knopfzelle mit drin. Die wird dadurch betrieben. Und das alles so in diesem wunderschönen Milchglas. Ist doch toll, oder? Ich finde es auch eine super klasse Idee. Vor allen Dingen der Weihnachtsbaum, auch gerade wenn jetzt ein bisschen trocken werden sollten. Und früher hat man ja häufig Kerzen genommen. Und wenn die dann an einen trockenen Weihnachtsbaum gegenkommen, dann brennt der dann lichterloh. Und liebe Zuschauer, das muss ja nicht sein, dass man dann wirklich einen brennenden Weihnachtsbaum zu Hause hat. Schöner Nein. ist es natürlich, wenn man die Lösung hat mit diesen Weihnachtskugeln, die dann auch noch warm weißes Licht haben. Das finde ich nochmal besonders schön. Magst du sie nochmal anmachen, Kai? Natürlich, jetzt mache ich sie nochmal aus. Ja. Und jetzt mache ich es alle nochmal, ups, an. Genau. Und da leuchten sie schon wieder. Und da leuchten sie schon wieder. Liebe Zuschauer, das Schöne ist natürlich auch, dass wir hier ein Aufhängerchen haben. Das heißt also, Sie können die gerne am Weihnachtsbaum oder auch am Weihnachtskranz schön befestigen. Oder wenn Sie sagen, Sie möchten es einfach im Kinderzimmer positionieren, weil die Kinder können sich da ja nicht verletzen. Das ist das Schöne, können sich nicht verbrennen. Das Ganze wird dann natürlich per Batterie betrieben. Und da haben Sie sehr, sehr lange Freude mit. Also 30 Stunden, wenn Sie die permanent anhaben. Ich habe da noch eine ganz süße Kundenmeinung zu den Glaskugeln in Weiß. Und zwar hat uns da P.R. aus Hamburg geschrieben und hat uns gesagt, und das finde ich total genial. Jana, pass auf. Ja. Da ich keinen Weihnachtsbaum habe, hängen die Kugeln an meiner Palme. An der Palme. Das sieht auch außerhalb der Weihnachtszeit nett aus. Ich finde es immer wieder klasse, wie viel unterschiedliche Kundenmeinungen wir kriegen. Und dann haben wir noch von M.S. aus Usingen auch noch eine Meinung. Da heißt es, die Weihnachtskugeln finde ich sehr schön und stimmungsvoll. Die Weihnachtskugeln kann man individuell im Zimmer auch platzieren. Natürlich kann man das machen. Klar, jederzeit. Ich finde es am Weihnachtsbaum schön, überall. Und wir wären ja nicht Pearl TV, wenn wir jetzt nicht noch eins draufsetzen würden. Ne? Absolut richtig. Für die, die natürlich gerne lieber Äpfel am Baum haben, nein, Spaß beiseite, die lieber rote Weihnachtskugeln haben möchten, die dann natürlich auch schön vor sich hin leuchten. Vielleicht magst du sie noch mal anschalten über die Fernbedienung. Dann können sie jetzt zugreifen. Genau, puste noch mal. Denn hier haben wir genau die gleichen Weihnachtskugeln, nur in dem schönen Rotton. Es ist ja eher ein Bordeaux-Rot, kann man schon sagen. Passt also klasse, wenn Sie auch gerne Rotwein trinken und dann abends richtig schön den Abend ausklinken lassen. Ganz wichtig, liebe Zuschauer, jetzt denken Sie natürlich, oh, wenn ich jetzt bestelle, kommt das überhaupt noch rechtzeitig an? Ja, also da können wir wirklich Ihnen sagen, die Weihnachtskugeln, den Weihnachtsschmuck kriegen Sie noch vor Weihnachten. Deswegen schnell anrufen und bestellen unter 0180 51 51 und dreimal die 2. Und der Kai sagt Ihnen auch mal die Bestellnummer für die weinroten, zauberhaften Weihnachtskugeln, die das leuchten. Das ist die NC6783 und dann die 569. Übrigens zu Ihrer Information, die Kugeln leuchten bis zu 30 Stunden. Das heißt, wenn Sie wirklich 3 Tage hintereinander, den ersten wie den zweiten Weihnachtsfeiertag auch haben, dann brauchen Sie keine Sorge zu haben, dass die leer gehen, sondern 30 Stunden Dauerbrennzeit. Wir sprechen von Dauerbrennzeit. Man macht ja irgendwann abends den Baum auch nochmal aus, wenn man dann irgendwann doch mal ins Bett geht nach der Bescherung. Aber hier ist es wirklich so, dass die 30 Stunden Brennzeit haben. Ist natürlich klasse, auch bequem, wenn Sie jetzt mal am Tisch sitzen und Sie wollen noch die Weihnachtskugeln am Tannenbaum anmachen oder ausmachen. Das können Sie ja alles über die mitgelieferte Fernbedienung machen, die Sie auch auf dem Tisch sehen. Liebe Zuschauer, das ist natürlich klasse und das sieht so zauberhaft aus. Und wenn Sie sagen, auch Ihnen reichen nicht die 6 Stück, dann bestellen Sie sich doch gleich mehr. Die sind auch stark reduziert, liebe Zuschauer, hier bei Pearl TV. Deswegen lohnt sich das auf alle Fälle. Und solche Weihnachtskugeln finden Sie nirgendwo wieder, also wirklich nur bei uns hier bei Pearl TV. Ganz genau. Und deswegen können wir Ihnen jetzt einfach nur sagen, egal wie Sie es dekorieren, bei uns können Sie es dekorieren. Und zwar in vielen Dingen auch ganz anders, als Sie sonst gewohnt sind. Und deswegen finde ich das sehr schön, dass wir Ihnen jetzt insgesamt 9 verschiedene Varianten gezeigt haben, mit denen Sie in jede Geschmacksrichtung und vielleicht auch in der Zusammenproduktion mit den Enkeln, mit den Kindern, was unsere Wand am Anfang betroffen hat und auch unsere Keramikkugeln, hier wirklich noch bis Weihnachten wirklich dann Ihren Baum und Ihr Fest so schmücken und gestalten können, wie Sie es wollen. Und wir garantieren Ihnen, wenn Sie jetzt bestellen, ist es auf jeden Fall noch bis zum 24. bei Ihnen zu Hause
Und dann können Sie einfach mal ein bisschen anders gestalten, ne? Absolut richtig. Jetzt haben Sie natürlich eine tolle Auswahl, wo Sie zugreifen können. Ob Sie sagen, Sie nehmen die Weihnachtsmotive oder vielleicht sagen Sie auch, wo Sie mit den Kindern zusammen schön malen können. Oder Sie sagen, Sie möchten gerne, dass der Weihnachtsbaum abends besonders schön leuchtet, wenn Sie noch Rotwein trinken oder Weißwein und den Abend ausklinken lassen. Sie haben so viele verschiedene Ideen und auch Dekorationsmöglichkeiten von uns geliefert bekommen. Und die kommen auch noch rechtzeitig zum Weihnachtsfest an. Deswegen ganz schnell ans Telefon gehen und bestellen, damit Sie richtig schöne, dekorative und fröhliche, heitere Weihnachten genießen dürfen. Richtig, Kai? Genau. Und wenn Sie weißen Wein trinken, machen Sie die weißen Kugeln an. Und wenn Sie roten Wein trinken, machen Sie die roten Kugeln an. Also, ab ans Telefon.